Hallo? Zentral.set. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich entführt. Oh, warte, Chat. Ich mach noch die Cam so nach unten, dann seht ihr alles. Ah, das smart. Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team, charmant. Chill. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Ich möchte die fetteste Waffe an den haben in dem Spiel und einfach alles kaputtballern. Wie in Witcher. Einfach Big Schwert. Folge Jackie. Big Loot. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein. Du das? Aber ich sehe ihren Biomon nicht. Weg! Yo, wer ist das denn? Verpiss dich! Ich hasse diese Versuch die Tür zu hacken, Scheiß. Beeilst du das Schloss umgehen will? Tür hacken. Bing. Ab jetzt leise. Pack auf. Oh, wow, was ist das? Zu spät. Ist sie das wie die Zielperson? Untersuche den Körper. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Das ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Natürlich. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Ew, Tits. Chat, I want cock. Wie? Achtung, Pendejos vor uns. Nicht schlimm. Schleiche dich an ihn ran. Vorsichtig. Fuck off! Nein! Verdammt! So kannst du! Oh mein Gott! Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss daraus bringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Steht aber so macht's viel mehr Spaß. Oh shit! Shit, wo ist mein Inventar? Wo ist mein Inventar? Inventar. Oh, Big Gun. Shotgun. Handfeuerwaffe. Holy shit! Kill man Big Damage. Dem Granaten. Uah. Fuck! Der lebt noch! Oh mein Gott, der Digga. Den Granaten! Genau zwischen die Augen, wie! Du kriegst das hin! Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von uns. Geht für 2 Sekunden verschlossen. Fuck! Okay, wie! Gib mir von der Seite Deckung! Ich mach den Rest! Okay, mach die Tür gehängt. Was kommt man da? Das mit Deckung! Easy! Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Chat, viel besser. Fucking hacken, anschleichen. Fuck off. Sturmgewehr. Oh. Mit Zielfernrohr. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Let's go. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Big Loot. Big Baba Loot. Mit Tab sehe ich Loot besser. Au. Oh.
Was ist das denn? Oh. Ablenkungsmanöver. Okay. Ja, guck mal, Chat, das hätten wir alles hacken müssen und dann langsam anschleichen. Nee, sorry. Das ist nicht mein Jam. Schmerzeditor. Her damit. Neuer Splitter. Oh! Warte. Big Loot. Alright. Oh, da ist sie. Fickte Scheiße. Was ist denn hier los? Hey, weg da, Arschloch. Ich glaube, ich hab's. Haben wir es geschafft? Lecker Schmecker. Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Da liegt noch eine Leiche, by the way. Pfanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, mach ich doch, mein Gott. Schließe an. Schließe an. Erinner dich. Komm. Lili. Bring, bring. Sandra. Set. NC570442. Trauma-Team Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Ah. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplotcher-Hack, was? Natürlich. Ich hab deine Idee. Check den Neuroport. Wenn da ein Splitter ist. Den Neuroport-Chat. Der könnte den Biomon stören. Oh, wo ist er? Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check Bing. Den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Oh, wow. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Oh, Pogchamp. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Komm, raus hier. Raus hier, Püppi. Oh, fuck. Oh, Alter. Boah, das schmeckt shit. Holy shit. Hey, sag mir, was Check. Da los ist. Er, Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Hier, fang es. Bing. Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen. Heieieiei, Chat. Not bad. Schaff sie raus. Dillililili. Rüsties. Boah, Chat, die habe ich lange nicht mehr in echt gesehen. Ne? No joke. Holy shit. Ich habe sie auf die Terrasse getragen. Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Komm, rein da. Im Türbereich anhalten. Im Türbereich anhalten? Willst du mich verarschen? Ich bin doch schon hier. Jetzt dahin. Virgin Moment, ja, true. Komm, nimm sie mit. Noch nie gesehen, Chat, es lohnt sich. Das ist echt richtig feini, feini. Fünf Schritte zurück, jetzt! Lass mich. Das ist Big Pogchamp-Moment, Chat, wenn ihr es mal in echt seht. TT-133 ist das Feine. Patientin NC570442 gesichert. Ja, true. Wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Noripinephrin. 800 Fibrin. Ja, Fibrin. Bip, 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 bip. Alright, Jack, was geht ab? Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Tim, was habt ihr Ich klink mich aus. Was war das? Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen.
kann ich deinen Wagen folgen? Mach doch. Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon. Oh, mit Misty? Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Oh, was hier? Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll Kein ich Ding, Bro. Nach Hause fahren? Ah, danke. Ich bin hundemüde. Und rein da. Fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wakakao? Dili. Wakako. Alright. Rein da. Wer ist Wakako, Jet? Wie? Wie lief Eine es? Oma. Ist die Klientin gesund und munter? Einigermaßen, würde ich sagen, ja. Relativ gut. Trauma-Team hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Oh, PogChamp, mach ich. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause. Oder? Nö, ich will mein Cash. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Wer ist denn Watson? Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen. Street Cred plus zwei. Warte, gibt's hier noch Big Loot? No Mega Loot. Rein da. Komm, hopp. Fahr. Brumm, brumm, brumm. Brumm. Zuma-Musik. Ja. Statt wie jeder andere. Nur größer. Ich hätte gerne andere Musik. Nicht wie jeder andere. Andrew Wayland. Adam Smasher. Hier kommen Legenden. True. Ja. 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 Okay. Jack, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber wie das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Oh, fuck! Jetzt fahr schon, Jackie! Zum Glück mit Sturmgewehr, Chat. Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Easy Clap! Festhalten, wie! Komm, fahr! Hab euch, Arschlöcher! Wie? Zieh das mit Fahrer! Mach ich! M16! Dein Baby ist arg zerkratzt. Kein Ding, bruv. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ja, ja, ja. Zuma Musik. Was ist das denn? Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Oh. Officer Sweetie. Ach ja? Officer und Sexy, ja? Na, ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Wie bitte? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Darf ich durch? Lass sie durch. Oh, PogChamp! Aber sie sind die Letzten. Okay.
Okay, dann mal los. Danke. Oh, Harvey. Schönen Abend wünsche ich. Not bad. Die mochte dich echt, ne? Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal. Typ für Trio. Mhm. Und bescheiden. Du weißt ja. Alright. Fahr schneller, mein Gott! Oh, fuck! Guck mal, da geht's auf den Haus. Oh, die Cops. Nicht wieder normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. LCPD-eigene Sondereinheit. Oh, wow, die wurden genugt. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Die wurden einfach genugt. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. F drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort am Ziel anzukommen. Let's fucking go, Chad. Skip that shit. Skip that fucking scripted shit. Oh, kann bitte die Rap-Musik ausgemacht werden, Chad? Das ist ultra nervig. Das ist fucking cringe. Nur Rap. Ich hab gedacht, bei Cyberpunk gibt's so diese Dr. Disrespect-Musik. Oder Country oder irgendwie sowas. Ich will doch keinen Rap hören. Ach. Chad, ich möchte richtige Musik hören wie die Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers oder Led Zeppelin. Oh, Level Up. Handfeuerwaffe. Schadenpistole. Verringert die Nachladezeit von Pistolen. Oh. Schadensmultiplikator. Alright. Verfügbare Attributpunkte. Kann ich noch mehr machen? Handfeuerwaffe. Athletik. Regeneriert sich langsam im Kampf. Ich kann nicht. Was ist ein Attributspunkt? Ah. Wie kann ich mein Attribut höher machen? Ah, so smart. Smart. Jay, darf ich kurz Pipi? Jay, darf ich kurz Pipi? Jay, darf ich kurz Pipi, bitte? Nee? Oh, bring! Was ist das denn? Mein Vater hat mir ein Emoji geschickt von einer Aiden. Aiden? Sieht's aus, als hätten wir einen neuen Member. Warum ist mein Licht ausgegangen? Mein Vater hat mir ein Emoji geschickt von einem Paket und einer Katze. Ich glaube, das Paket ist angekommen. Yo, Kampfbanane und Sturmpilz, danke für die Big Subs. Chat, ich geh kurz Pipi. Ich hol kurz ein Paket, okay? Bis gleich, Chat. Bing, 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 bing. Yo, sick, juicy, danke, brav. Chat, scheiße, das Paket, ich bin gerade beinahe hingefallen. Yo, bing. Alright. Sleepy time. Yo, Carbon Fiber, danke, Homie. Mua, big kiss. Hallo? Trigger? Oh. Was ist das denn? Löwe. 70% real juicy meat.
Hallo? Ach, Apartments. Guten Abend, Night City. Mein erster. Buck? Ja, was geht ab? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt die Details. Der verehrte Pastor Pulver. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Carina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann ich mich beschweren, Sigi. Danke für die Einladung. Und raus, sie. Moin, na? Hey, Jungs. Hey. Hey, was geht? Hey, was geht ab? Hey. Das blöde Tor ist kaputt zum dritten Mal. Und rein hier. Oh, sick. Was ist das hier? In den Spiegel schauen. Oh nein, Chat. Bugs? Lächeln. Okay. Weg hier. Warum ist mein Penis weg? Shit, mein Penis ist weg. Waffenlager. Lager öffnen. Ich habe ein Katana. Aufgesammelt. Okay. Ab ins Bettchen. Ich bin die ganze Zeit nackt. Oh, ich bin nackt anscheinend. Oder bin ich nackt? Wie schlafe ich denn? Erster Akt. Wer zuerst geschossen hat, hängt davon ab, wen ihr fragt. Moin, moin. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Bisschen. Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Bioman. Oh nein. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Was anziehen? Warte mal. Kann ich mir was anziehen? Inventar? Kopf. Stabiler Strohhut. Oberkörper. Big Panzerung. Gesicht. Nothing. Unterkörper. Habe ich das Beste? Spezial. Kleidungssets. Habe ich nichts? Habe ich eine bessere Waffe? Nomegalull. Das hier? Alright. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Alright. Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Komm schon, du Scheißteil. Nein, nein, nein. Na, Jungs? Ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Was meinst du? Oh, sick! Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig. Was ist das? Was meinst du? Wer ist bewaffnet? Pass auf! Hör damit! Fuck it! Füße bewegen und den Kopf auch. Fäustkämpfe? Alright. Aber den Ring. Ich kann Köpfe arrangieren. Interesse. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Nur vom Besten? Oh, Baseballschläger? Machete? Stahlrohr? Oh, PogChamp Messer. Katana? Alright, brauch ich nicht.
Warte, wo ist meine Mission? Mission. Wer ist er? Ah. Yo. Lass mal sehen. Waffe bei Wilson. Hol die Waffe bei Wilson ab. Was für eine Waffe? Lass mal sehen. Was für eine Waffe? Lass mal sehen. Was muss ich machen? Schau auf der Minimap, ja, ich bin da. Lass mal sehen. Die Waffe mit dem gelben Rufzeichen. Ernsthaft, die soll ich mir abholen. Upgrade von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesem kannst du hochwertige Versionen eines Items erstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items erstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch in weiterem Spielverlauf... Okay. Alright. Vielen Dank. Alright. Chillig. Und runter. Bing. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Oh wow! Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Oh, ah ja, ja. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Beaver-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werden. No way! Hanako Arasaka, Gentleman Waifu! UNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City. Nach der Pause, die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit, bleiben Sie dran. Okay, PogChamp. Yo, Jackie! NP, oh mein Gott, so viel Information. NCPD-Scanner, Delikte, das NP, Bekämpfung von Verbrechen, Aufträge, Fixer konnektieren dich. Fixer vermitteln Infos, alright. Boah, aber Chad, guck mal hier, ha? Das ist doch mal ein Game. Yo! Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior. Alright. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Ich will auch essen. War ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Da. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Top-Fixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom After. Oh wow. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Das hört sich gut an. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. Er hat die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt. Pizza! Und so wird durch die Mamba gewürgt. Aha. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Okay. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Bisse. Warum nicht? Danke. Sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Ah ja. Ich kenne mich nicht mit Fixern. Ich kenne mich, ja. Hör mir auf mit Fixern. Hm. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße.
Genau so ist es. Werde ich gegessen? Bin ich voll gefressen. Die Waage ist dann in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Nice, danke, Bro. Oh, wow. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Fahrzeug rufen. Hat man die beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Gerne. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Ja, das ist meine Big... Oh, das ist mein Big Car. Sick. Ripper Doc? Hey, Amigo, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Oh mein Gott, die Legs! Holy shit! Aber das ist die. Oh, disgusting! Oh, pff. So süß. Sorry. Warum ist das so langsam? Alright, gute Fahrt. Das hat sich ja gelohnt. Moin moin. Hey, V. Hey. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Oh, das ist die, das ist der Weirdo. Dr. Vector. Ah, da lang. Ey. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs, in Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Alright, danke. Holy shit. Okay, das Upgrade. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Ich hab ein Virus. Hab ich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und... mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Ja. Überempfindlichkeit gegen Licht? Ja. Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Ach, fein. Wie geht's sonst so? Ist okay. Silvesterfeier fällt leider aus. I guess. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Oh. Wirklich? Jetzt? Endlich? Ja. Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex Deshawn, einen von der Oberliga. Ich hey! Brauch richtig gute Tech. Der Dexter Deshawn. Tja, das ist schon was. Aber not bad, ne? Lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Ich hab das Geld. Oh, fuck. $21,000? Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Chat, mein Kaninchen hieß Eddie. Ein letztes Mal, klar. Oh, was ist das? PogChamp, Impfung. Bill Gates Impfung. Entspann dich. Komm rein da. Hack mich. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Oh, nice. Verlink dich. Sure. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Okay. Oh, Junge, schon wieder ein Buch. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen, Gefahrensituationen leben zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. Okay. Understandable. Oh, okulares System. Yo, Hunter Punkt, Snows, danke, Bruvs. Installieren, Frontalcortex. $1,000, boah. Hände, ballistischer Core-Prozessor. Chance auf Querschläger. I guess. Okularsystem. Kiroshi-Optik.
Okay. Betriebssystem. Pufferslots. Okay, dafür brauche ich Street Cred. Alter. Kennt ihr das, wenn ihr ein neues Spiel spielt und ihr spielt generell ein neues Game und ihr müsst erstmal komplett auf die UI klarkommen, weil die UI absolut bring einfach alles neu. Alright, aber wir haben jetzt Quarkchamp-Zeug. Wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Oh. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Linsendisruptor? Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Okay. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Kiroshi-Pock. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Alright. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum. Dann wird geschnitten. Alright. Spürst du was? Gar nichts. So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Bin Mann. Ich ja kleiner. Ist ja nicht so, als gäb's ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Yo! Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlink dich. Oh, wow! Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Ja... Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Ja, klar. Wow, das ist fantastisch, Vic. Haben wir jetzt keine Lags mehr in dem Game? Zeig. Oh mein Gott. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick-Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Quick-Hacks werde ich nicht einsetzen. Fuck off. Für den Scanner. Scanner. Victor, bester Ripper Dog. Auf vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann Zivilist. Mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Okay. Such auf Polizeidatenbank. Ich habe einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Nice. Du hast einen Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welcher Methode du dir das Kopfgeld sichern willst. Tot. Das sollte wunderbar klappen. Oh wow, Händchen. Ist sie deine Waffe? Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Waffe ziehen. Oh, jetzt nicht meine Munition. Pog. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Oh, was war mit dem Virus? Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Alright. Rockchamp. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Ja, 21.000. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Okay. An deine Deckung, du Volltrottel! Bing. Ja. Jackie! Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Oh nein, sie ist so eine. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal.
Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Okay. Mit Dex reden. Hey, Regina, yo. Ich hab hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Wer ist das denn? Auch, aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Netrunner. Chit, was heißt das? Chit, was heißt das? Soll ich den meinen, töten? Dass man Cyberpsychose behandeln kann. Chit, was heißt dieses Symbol? Ich Yo. Weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sag ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Was heißt das? Zugehörigkeit NCPD. Der ist stark. Klare Anweisung, oder? Ja, ich hab nicht zugehört. Ach, das ist ein Bulle. Oh mein Gott. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gegner umzubringen, dabei umzubringen, nicht tödliche Takedowns. Waffe, Kampfgadget, Quickshot, nicht tödlichen Schaden verursacht. Alright. Nice, danke. Yo, Männer, was geht ab? Was ist hier los? Siehst du nicht? Hast dich wohl verlaufen? Oh, whoops, sorry. Yo, Dex. Oh, schicke Karre. Rein da. Damn right. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Als Pisse. Wie die Leute dich in Erinnerung der Beste behalten? Sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Sorry. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Erzähl. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Oh oh. Ist das ein Problem für dich? Nur Megalol? Nope. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Kundin? Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will ich gerne jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Alright. Wir sollen Chips klauen. Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Ah ja, nice. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Den Splitter? Immer doch? Piep! Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp.
Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Ein Flatbot will er. Ohne den Bot gibt's auch keinen Sarkan-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, Chad, ich hasse das bei Spielen, wenn man das Spiel startet und die labern einen die ganze Zeit mit Insidern zu. Ah, Mr. V. Ja? Wer ist die Primadonna? Konzernagentin Dienstaufsicht. Fragt überall Astag, wegen dem Konvoi Dings, herum. Chip, Bing Bong, Junge, keine Ahnung. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Okay. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Okay, danke. Hab alles, was ich brauche. Ich soll einfach legen wir los. Leute killen und einen Chip down. Das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Geht klar? Geht klar, bruv. Okay. Eins noch, Mr. B. Ruhiges Leben. Ich hab geskippt. Oder ruhmreich draufgehen. Hm? Ruhiges Wir Leben. Wir sehen uns. Bye-bye. Alright, PogChamp-Mission. Streetcred. Bestimmte Handlungen bringen dir Streetcred ein. Verdiene mehr Streetcred und mach dir einen Namen der Unterwelt von Night City. Okay. Mach ich. Jackie, Dexter, was hast du, ha? Dex gesprochen. Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er will sehen, was wir drauf haben. Weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um ein Kampfbot. Militärischer Prototyp. Ein Alkoholiker-Mönch? Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. Ew, Trisha Paytas. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Was für Freaks. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbalkern. Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Parker, I guess. Ich will erst mit Parker sprechen. Wer ist Parker? Wie sie drauf ist und was sie will. Die komische Frau, ne? Nee. Dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Okay, Auftragskiller. Wow! Auftragskiller! Ziel Anna Hemmel zwingen, ihre polizeirechtliche Untersuchung aufzugeben. Details. Oh, ich verstehe überhaupt absolut gar nichts. Muss ich die killen? Side Mission. Wo ist meine Karre? Oh, 50 Meter. Holy shit. Aber die Stadt fühlt sich gut an. Finde Anna Hamilton. Daten. Gesucht in Night City. Kopfgeldstufe.
Was heißt das, Chat? Kann ich die tatsächlich killen? Kopfgeld. Oh, fuck. Alright. Okay, die ist anscheinend über meinem Level, I guess.